Wie war das mit, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn du, also wie kommst du, also wie, ich finde es so faszinierend, wie kommst du in so einen Stamm rein? Also wie lokalisierst du den? Du wirst ja wahrscheinlich nicht groß nachgedacht haben, sondern du sagst, ey, das sieht dort geil aus, ich will dahin. Das ist, ich bin zum Beispiel, das war meine größte Tat, wo ich nach 10 Jahren nach Afrika kam. Ich war also 7 Jahre in der Südsee. Dann bin ich nach Afrika gekommen, habe mein Schiff einfach in den Fluss reingehangen, wo ich wusste, wenn ich zurückkomme, ist mir fast alles geklaut. Aber ist mir in dem Moment ist mir das scheißegal, weil ich wollte Afrika kennenlernen. Mit dem Rucksack bin ich 2 Jahre durch 30 Länder Afrika gereist und von Kapstadt auf dem Landweg bis nach München. Habe unheimliche Sachen erlebt, würde ja nie mehr machen, weil es vieles so anstrengend war. Aber dadurch habe ich die Menschen kennengelernt und da kriegst du dann Menschenkenntnis. Da weißt du also ganz genau, fangst du 7 an. Du brauchst einen bloß angucken, da weißt du, ah, der ist scheiße, den lasse ich rechts liegen, ah, der interessiert mich. Du kriegst eine Menschenkenntnis, wenn du mit offenen Augen und mit offenem Herzen bei diesen Naturvölkern dich bewegst. Da dreht sich bei dir was um. Also bei mir hat sich total was gedreht. Und diese Zufriedenheit dieser Naturvölker. Das ist das auch, was mich so begeistert. Nicht bloß das leckt mich am Arsch-Gefühl, sondern einfach die Zufriedenheit. Und ich bin schon der Meinung, die leben wirklich glücklich. Was hat sich gedreht bei dir? Was hast du gelernt Ja, also Menschenkenntnis durch die? ich hab mir diese Denkensweise habe ich mir angewöhnt. Ne? Zum Beispiel, ist nicht heute, ist sich morgen. Aha. Ne? Was ich heute, das verschiebe ich auf morgen. Und habe dadurch gelernt, du vermeidest viele Fehler. Spontanität machst du sehr oft Fehler, weil ich repariere ja alles. Ich habe das ganze Schiff selber gebaut, ich zerlege auch Motoren und baue sie wieder zusammen. Und manchmal weiß ich halt nicht mehr weiter. Ne? Und früher habe ich dann oft Scheiße gebaut, habe etwas Verkehrtes gemacht. Ne? Und wenn ich mir Zeit lasse und schlafe drüber, dann kommt mir die glorreiche Idee. Nachts kann ich vielleicht mal weniger schlafen, weil ich denke dann. Und ich denke eigentlich relativ sehr viel. Ne? Und das habe ich also von diesen Naturvölkern gelernt. Und auch das Gespür zu haben, wie soll ich sagen, ja, einfach das Feeling. Was ist gut für dich oder lass die Finger davon? Ne? Was mir eigentlich von der Natur mal ganz zu schweigen, weil du lernst ja vieles, was wir gar nicht mehr machen. Das lernst du. Ne? Ich meine, wenn du siehst, ich war also bei den letzten Kannibalen oben, wie die noch Feuer machen, ne, auf Uhrzeiten und leben nackt mit Penisköcher. Laufen halb nackt rum und so. Diese Völker gibt es immer noch. Ne? Bloß Gott sei Dank kommen da also fast keine Touristen hin. Ne? Und weil Tourismus versaut alles. Also was Tourismus kaputt macht, das glaubt kein Mensch, aber wenn er es nicht erlebt hat. Ne? Ein Beispiel bloß, ich war als einer der ersten Segler, war ich in der Karibik. Dort Stevens Yacht aus Amerika hat da in St. Lucia die erste Charterbasis aufgebaut und da habe ich sofort zugeschlagen. 10 Jahre später komme ich dann selber mit der eigenen Yacht und da habe ich gedacht, ich kenne die Welt nicht mehr. Diese Schwarzen, die sind einfach mal so unverschämt geworden. Ich war so enttäuscht. Die kommen in massenweise Kanus auf dich zu und wollen deine Leine haben, die binden sie dann an den Pythons, an die Palme oder aber sie wollen dir was verkaufen oder irgendwas und Ding. Und wenn, dann werden sie, gibst du ihnen zu wenig Trinkgeld oder was, werden sie bösartig.
haben sie mir die Leine nachts abgeschnitten, weil ich ihnen bloß 5 Karibik-Dollar gegeben, statt ihren geforderten 20 Dollar amerikanische. Ne? Und das hat der Tourismus vollbracht. Der hat die versaut. 10 Jahre vorher bin ich bei den Einheimischen am Lagerfeuer-Ding und habe mir die Hucke vollgesoffen mit rum. Und alle waren freundlich und friedlich und dann werden sie räuberisch und hinterfotzig, wie der Bayer sagt. Ja, das ist ja eine Sache, die man häufig beobachtet, wenn du Arm und Reich auf einmal nebeneinander hast, durch ja, sowas wie Tourismus. Wenn du Arm und Arm nebeneinander hast, dann gibt es nichts zu klauen voneinander. Genau so ist es. Ja. Und, schade. Und auch den Neid gibt es nicht, weil jeder das Gleiche hat. Wenn sie ja, die ganzen Häuser anschaut, da hat vielleicht einmal der Häuptling einmal ein Quadratmeter mehr, aber das ist auch akzeptiert. Aber alles ist gleich, die Kanus sind alles gleich und es gibt keinen Neid. Und der Neid bei uns ist halt so schlimm. Und naja, gut, ich habe mich daran gewöhnt und Gott sei Dank bin ich nicht so oft in Deutschland oder hier in den Dingen. Ich war noch nie in Amerika und ich war noch nie in England und will da auch gar nicht hin, weil mich die Zivilisation nicht reizt. Und da ist also schon so viel alles von Tourismus versaut. Und ich suche mir nur mehr Ecken und diese Ecken gibt es also, wie gesagt, bloß mehr ganz wenige. Vor allen Dingen da, wo kein Flieger hingeht, ne, da ist nur die Welt in Ordnung. Der unentdeckte Quadratmeter. Genau. Wie? Du hast, als du gerade gesagt hast, du hast sofort gemerkt, worauf es ankommt, wenn du in so einen Stamm kommst, wie die Menschen sind, vielleicht auch ein bisschen irgendwie in ihrer Reihenform, unberührt von der Stadt, unberührt von unserer Zivilisation. Und du hast gesagt, du hast gemerkt, sofort das Wesentliche zu sehen, in die Augen zu gucken und zu sehen, was sich hinter den Augen verbirgt. Was? Das Wichtigste ist überhaupt dein Auftreten bei so einem Stamm. Was Touristen falsch machen, ne? Sie gehen da rein, und das Erste, was sie in der Hand haben, ist der Fotoapparat. Mhm. Und also eigentlich bloß, jeder muss den Eindruck haben, ja, ich bin also hier quasi der Affe, der fotografiert werden will. Und er hat was vom Nutzen. Und ja, da stehen also sehr viele solche mal zum Beispiel wie die Mursi. Die Tellerlippen, solche Lippen haben, Teller haben sie in der Unterlippe. Oder aber die Turmspringer von Vanuatu, die das Bungee-Jumping erfunden haben, die da an Lianen runterhingen. Diesen Völkern musst du dich so vorsichtig nähern. Ne? Erst einmal, den ganzen Tag Zeit musst du haben. Was ein Tourist nicht hat, du musst Zeit haben. Ne? Und ja, dann tust du erst einmal einen Tag mit denen bloß, meistens habe ich immer einen Guide dabei, weil Sprechen ist schwer. Ja, erstens will ich mit denen näher kommen und wenn es das Gespräch, ich beherrsche zwar eine unheimliche Zeichensprache, kann mich also sehr viel ausdrücken, aber natürlich, wenn ich also jetzt einen Guide und den finde ich immer, wie zum Beispiel bei den Turmspringern, wo ich oben war, habe ich mal in der Missionsstation im Tal unten, habe ich den Missionar gefragt, ob er jemand hat, der in Punlab oben diese Sprache versteht. Ja, war natürlich einer da, so ein Helfer, der hat da oben, ist oben geboren und der hat mich dann begleitet. Und da habe ich schon mal den Vorteil. Und dann nehme ich einmal so jede Menge Geschenke mit. Also für Kinder einmal, man nähert sich ganz easy einem Stamm, weil die Kinder verlieren die Scheu am ehesten. Und das Zutrauen geht am schnellsten bei ihnen. Denn du bringst ein paar Luftballons mit und ein paar Lollis und etc. Und schon sind sie auf deiner Seite. Und wenn die Kinder dich mögen, dann mögen dich die Erwachsenen dann auch. Und dann habe ich für die auch noch mit Geschenke dabei. Und so reiht sich eines ans andere. Was schenkst du denen dann? Ja, also ich habe immer eine Machete dabei, ein Feuerzeug, irgendwelche nützliche Sachen, was sie brauchen können. Und wenn es natürlich eine längere, größere Sache ist,
da habe ich außerdem Guide auch noch Träger dabei. In Iron Jaya oben habe ich 5 Träger dabei gehabt, weil wir ja wochenlang unterwegs waren. Nicht? Da muss man einen Haufen Zeug mitschleppen. Kostet natürlich alles viel Geld, aber es ist natürlich ganz was anderes, was du da erlebst, als wenn du jetzt so eine Touristenorganisation hast. Ja, irgendwo dahin gehst, das ist natürlich was anderes. Und die sind meistens da bloß ein paar Stunden dabei und dann wird Klick, Klick gemacht und so. Ist zum Beispiel in Fidschi, in Kapstadt und so, gehe ich mit Absicht durch die Slums, wo mich jeder abredet. Jeder sagt dann, den geh ja nicht da in die Slums, die bringe dich um und etc. Ich habe dann nie irgendwo in einem Slum Probleme gehabt. Ich kann natürlich nicht hier die schönsten Klamotten anhaben und keine Ringe und so Gelumpe da, das geht natürlich nicht. Und dann sind die erst einmal ganz baff. Was ist das für einer? Ist das ein Polizist? Wieso traut sich der in unser Reich hier rein? Ne? Oder aber, der hat eine Gun hier drin. Verstehst? Irgendwo, die sind unschlüssig. Ne? Und dann irgendwie kommt da einer näher und fängt mit dir zu quatschen an und dann, weil der mitgeht, geht der nächste auch mit und dann auf einmal hast du ein ganzes Rudel um dich rum, dann rauchst du mit denen eine Zigarette und so, hast auf einmal Freunde, die dich durch die Slums begleiten. Dann setzt dich mal zu denen, und der will sich mit ins Haus nehmen, wo er wohnt und der nächste da und da und das ist alles so easy, bloß ein Tourist kann das nicht, weil er auch die Zeit nicht hat. Das ist also einfacher. Ganz eine einfache Regel.